Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 19. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga und zum ersten Heimspiel im Jahr 2017 gegen Erzgebirge Aue. Besonders willkommen natürlich unserem Trainer Kenan Koçak. Und wir beginnen, wie Sie es gewohnt sind, mit Ihren Fragen zum Spiel. Personell sieht es so aus, dass durch Martin ein bisschen bekannt ist, nach wie vor verletzt. Vielleicht im Kista noch das eigene Spiel, wo er noch absetzen muss. Ansonsten hatten wir unter der Woche einen hexischen Ball des Kulowitz. Da müssen wir abwarten, wie er jetzt die Einheiten darauf reagiert. Und der Corbin Vollmann veranstaltet letzte Woche in Düsseldorf während dem Aufwärmen einen Faserriss in der Wade zugezogen. Ansonsten vollkommen, auch die ganzen Leute außenrum, auch natürlich den Verein, aber wir, die Mannschaft, Spieler, Betreuerteam, alles was sich um die Mannschaft versammelt, sind nur mit dem Erzgebirge Aue beschäftigt und da haben wir ein sehr, sehr schwieriges Spiel und verschwenden keine Sekunde an das Spiel, was darauf folgt. Wir konzentrieren uns mit vollem, was wir haben, nur auf Erzgebirge Aue und das wird schwer genug. Herr Koçak, das Hinspiel in Aue war eines von den wahrscheinlich schlechtesten unter Ihrer Regie, denke ich mal. Gibt es da was gut zu machen? Hat die Mannschaft da auch? Habt ihr da spezielle Ansprachen mal gehabt? Ich bin nicht der Meinung, dass es ein schlechtes Spiel damals war von uns. Das habe ich auch damals gesagt. Wir haben das Spiel verloren, weil wir die entscheidenden Fehler gemacht haben und weil Aue die auch eiskalt ausgenutzt hat. Das waren ja damals zwei richtig kapitale Fehler von der Mannschaft und dadurch haben wir das Spiel in Aue verloren. Ansonsten denke ich, haben wir das Spiel weitestgehend neutralisiert, aber jetzt auch kein richtig gutes Spiel abgeliefert, aber auch nicht so schlecht, wie es dargestellt wurde. Das war immerhin auch das erste, zweite Spiel von uns. Und insofern, trotzdem wissen wir, es war damals, wir können es nicht mehr ändern. Deswegen machen wir uns auch keine Gedanken über Sachen, die wir nicht ändern können. Wir konzentrieren uns nur auf das kommende Spiel und freuen uns auf die Begegnung. Es ist seit damals viel passiert, aber ich glaube auf dem drittletzten Platz. Ihr seid, steht sehr gut da mit Achter. Ja, wie haben Sie denn die Auer verfolgt so in diesem Jahr? Wie ist denn die Entwicklung und wie stark schätzen Sie die ein? Also erstens mal, die Tabellenkonstellation interessiert mich 0,0. Auch nicht, wo jetzt Aue steht und wo wir stehen. Wir haben, natürlich verfolgt man die ganze Liga, das ist ja auch ein Teil von meinem Beruf. Das wäre grob fahrlässig, wenn ich die Liga und die Mannschaften nicht verfolgen würde. Wir erwarten eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Aue hat statistisch gesehen, ist im vorderen Drittel, was die Herausspielen von Torchancen betrifft. Sie haben in ihren eigenen Reihen mit Pascal Köpke einen außergewöhnlich guten Stürmer, haben in ihren Mittelfeldreihen einen außergewöhnlichen Leader mit Christian Tiffert. Das sind Spieler, die muss man achten, die muss man auch schätzen. Insofern treffen wir wirklich auf eine qualitativ spielstarke Auer Mannschaft, die uns alles abverlangen wird und wenn wir das auch bestehen wollen, dann müssen wir auch an unsere Grenzen und drüber hinausgehen und deswegen wird es ein richtig schweres Spiel für uns, die kommenden 90 Minuten, aber wir freuen uns und wir stellen uns Herausforderungen und ich denke, die Mannschaft wird am Samstag um 13 Uhr wieder topfit, Punkt auf und genau, wieder alles abrufen. Gesetzt den Fall, der Stefan Kulowitz würde ausfallen, der Markus Karl steht noch nicht zur Verfügung. Ist der Erik Zenger deine eine Option jetzt nach der Verletzung, nach der langen? Wie gesagt, ich mache mir auch, wir machen uns im Trainerteam natürlich Gedanken für den Fall B, wenn dann Strategien, aber jetzt über Namen öffentlich zu reden, das ist nicht meine Art und das mache ich auch jetzt nicht. Aber wenn ich nochmal nachhaken darf, wer käme denn noch in Frage oder wäre der Zenger auch fit, ist der fit genug? Zenger kommt in Frage, Tana Jalcin kommt in Frage, Lukasik kommt in Frage. Es gibt viele Spieler. Toni Pledel kann spielen im Zentrum.
Wen haben wir noch, Ottmar? Stifler kann Zentrumspiel, Markus Karl, also es gibt viele, viele Optionen. Ne? Ja. Marco Tite, ja. Da kann man sagen, Sie haben die Qual der Wahl, das gab es ja in den Vorjahren noch nicht so, dass ihr wirklich so aus dem Vollen schöpfen konntet. Nochmal, was in den Vorjahren war, kann ich nicht sagen. Ich bin auf alle Fälle sehr zufrieden mit dem Arbeiten der Mannschaft, mit dem Auftreten der Mannschaft und dass sie täglich Vollgas gibt. Und ich bin auch sehr froh darüber, auch wenn es mir schwerfällt, dass die Mannschaft mir die Entscheidungen so schwer wie möglich macht und jeder einzelne Spieler mir das Leben auch so schwer wie möglich macht. Und da kriegt man natürlich mehr graue Haare, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh drum, dass die Mannschaft auch, dass die Spieler täglich alles abrufen. Bei dem einen oder anderen Spieler nochmal muss man auch geduldig sein und die Jungs behutsam aufbauen, weil es heißt nochmal noch lange nicht, wenn ein Spieler gesund ist, dass er auch fit ist und uns weiterhilft, dass da muss man auch Quäntchen Geduld mit sich bringen und die Jungs auch behutsam aufbauen und dann, dass wir auch von diesen Spielern auch profitieren können. Wenn Sie die Tabellenkonstellation so nicht interessiert, seid ihr ja in diesem Spiel mal vom Papier her der Favorit. Ist das irgendwie, wirkt sich das auf ein Spielsystem aus oder hat das keine Auswirkung irgendwie, dass ihr ein bisschen offensiver spielt, dass ihr mehr das Spiel machen wollt? Also Favoritin, Favoritär, das Spiel beginnt bei 0-0 und wir haben in der Hinrunde in Aue verloren. Letztendlich auch verdient verloren, weil wir da die entscheidenden Fehler gemacht haben. Und nochmal, wir treffen auf eine sehr, sehr gute Auer Mannschaft, die richtig viel Qualität mit sich bringt, die enorm hohes Potenzial besitzt. Und wenn wir nur annähernd denken und uns nicht auf die Arbeit fokussieren, dann kann es auch kein gutes Ende haben. Wir haben nur eine Chance, genauso wie bisher die Spiele der Fall war, dass die Mannschaft, die Spieler an ihre Grenzen und drüber hinausgehen und auch das Spiel dementsprechend angehen. Aber das oder dieses Thema mache ich bei meiner Mannschaft nicht zum Gedanken, weil ich kenne die Jungs jetzt mittlerweile und habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft und die Jungs, dass sie auch um 13 Uhr am Samstag, wenn der Schiri anfeiert, auf dem Punkt da sein werden. Über unsere Art vom Fußball. Wir werden nichts Bestimmtes ändern oder bestimmte Sachen machen. Genauso wie jedes Spiel haben wir einen Plan für uns und wir hoffen natürlich, dass unser Plan gegen Aue aufgeht. Daraufhin haben wir die Woche gearbeitet. Anfang der Woche war ja transfermäßig viel Hektik, auch in der Liga. Sie saßen dann auf der Couch und haben den Live-Ticker angeguckt und haben sich gemütlich zurückgelehnt und auf einen funktionierenden, vollen Kader zurückgeblickt. Also waren keine Wünsche da und wie sehen Sie das bei der Konkurrenz, die Transferbemühungen? Ja, die Konkurrenz, da erlauben wir uns kein Urteil, weil jede Mannschaft, jeder Verein muss selber wissen, welche Strategien sie verfolgen und das wäre jetzt auch unangemessen, wenn wir uns da ein Urteil darüber erlauben würden. Wir können nur von uns aus sagen, dass wir eben halt auf dem Transfermarkt nicht die Notwendigkeit gesehen haben, um da etwas machen zu können oder machen zu wollen. Und insofern hatten wir auch Vertrauen in unser Kader, absolutes Vertrauen, auch in die Spieler, die bei uns sind. Deswegen bin ich nicht so traurig, dass wir nichts gemacht haben, weil ich vertraue der Mannschaft, den Jungs. Und sie haben mir kein Argument in den letzten Monaten gegeben, da was extra zu machen. Und insofern bin ich zufrieden und froh, mit den Jungs jetzt auch bis zum Ende spielen zu können. Den Spielern, die uns verlassen haben, auch an dieser Stelle natürlich, wünsche ich weiterhin bei ihren Vereinen alles Gute, außer dem Benner, wenn er gegen uns spielt natürlich. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Damian Rosbach in Düsseldorf begonnen hat und nicht Lea Paccarada? Ja, der Rossi und Packer liefern sich ein packendes Duell auf dieser Position
Und wir haben uns eben halt für diese Aufstellung entschieden, weil wir da noch ein bisschen mehr kompromissloser spielen wollten. Und dementsprechend war einer der wenigen Punkte eben halt für Rossi. Nochmal ganz kurz, Zellner und Kimba, die hätten hier keine Chance gehabt zu spielen wahrscheinlich, weil die Konkurrenz einfach so groß war. Von daher war es vernünftig, dass die gehen. Habt ihr sie gern auch gehen lassen? Ja, also gern nicht, weil ich habe auch diese zwei Spieler sehr geschätzt und auch sehr, sehr gemocht und habe auch sehr gern mit den zwei Spielern gearbeitet. Natürlich wollten beide Spieler mehr Einsatzzeiten haben und ich konnte beiden Spielern, genauso wie den anderen Spielern der Mannschaft, auch nicht versprechen, dass sie mehr Einsatzzeiten bekommen. Ich bin eben halt hier eine reagierende Kraft, die Spieler müssen agieren, aber Versprechungen im Vornherein schon, dass du so und so viele Minuten spielst und da du die Einsatzzeiten bekommst, das konnte ich bei beiden Spielern nicht sagen. Und insofern ist auch verständlich, dass die beiden Spieler weggehen wollten. Und wir haben ja denen ihren Wunsch dementsprechend nachgegangen. Wir rechnen am Samstag mit 4.500 Zuschauern. Es werden auch einige aus Aue kommen, genau. Da ist im Moment die Tendenz so, dass es viele individual Anreisende geben wird. Und darauf haben wir uns eingestellt und ja, herzlich willkommen. Für weitere Fragen, ich schaue mal in die Runde. Anschluss geht noch. Gut, dann darf ich Ihnen gerne noch einen Hinweis geben, da wir das Spiel Aue, was das Sportliche und Organisatorische betrifft, damit abschließen und darf ganz kurz den Blick Richtung des Pokalspiels gegen Schalke richten und Ihnen mitteilen, dass wir auf der Haupttribüne noch Restkarten haben, die allerdings nur über die Geschäftsstelle zu beziehen sind. Und dass es auch auf der Sparkassentribüne und in den Heimblöcken, auch im Block C1, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, noch Karten gibt, die auch alle online verfügbar sind. Bevor Sie mich fragen, erkläre ich Ihnen gerne. Es gibt Kontingente, die automatisch geblockt werden müssen. Die sind jetzt Mitte der Woche frei geworden, beziehungsweise mit dem Tag heute. Und die stellen wir dann natürlich gerne noch Interessenten zur Verfügung. Das sind allerdings nur Restkarten. Man sollte zügig zugreifen, sage ich jetzt mal so. Die Info dazu noch und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie das noch mit einbeziehen würden, damit wir das sagen können. Dann danke ich Ihnen ganz recht herzlich für Ihr Kommen und wünsche uns einen erfolgreichen Samstag mit dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Dankeschön. Hartball TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.